Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Nachdem ich euch die FX-Platine vorgestellt habe, kam die Frage, was ich denn jetzt empfehlen würde, ob ich die ACE oder die FX empfehlen würde. Und weil sich die Frage nicht so einfach beantworten lässt, habe ich gedacht, mache ich ein kurzes Video darüber. Beginnen möchte ich mit der Hardware. Und bei der Hardware muss man sagen, da ist die FX-Platine natürlich im Vorteil. Ich meine, für den Preis, für 30 bzw. 55 Euro, die Anzahl an Ein- und Ausgängen, sowohl digital wie analog, das findet man nirgends. Aber da ist völlig egal, welchen Hersteller ihr nehmt. Aber ich finde, das ist auch schon der größte Vorteil. Danach wird es ein bisschen kompliziert. Das beginnt schon damit, wenn ihr natürlich die FX-Platine programmieren wollt, braucht ihr immer einen USB-to-Serial-Adapter. Bedeutet also, dass das Ding mal läuft, müsst ihr Treiber installieren, müsst ihr COM-Ports auswählen, müsst ihr Baudraten auswählen, müsst ihr auswählen, welche Platine ihr habt und so weiter. Dagegen die ACE, nehmt ihr ein USB-Kabel, steckt ein, das Ding läuft und funktioniert, müsst ihr gar nichts machen. Also wirklich der große Vorteil von dem Ding hier ist der Preis und die Anzahl der Ein- und Ausgänge. Der große Nachteil von diesem Ding hier ist natürlich, dass ihr immer ein bisschen Arbeit damit habt. Das bezieht sich nicht nur auf die Hardware, sondern vor allen Dingen auch auf die Software. Möchte ich euch zeigen, wenn ihr euch überlegt, hier so eine FX zu kaufen, dann schaut euch jetzt erstmal die Software dazu an, was das für euch bedeutet. Das beginnt schon damit, wenn ihr ein neues Projekt öffnet, dann müsst ihr erstmal auswählen, welche von den vielen CPU habt ihr. Dann müsst ihr das passende Objekt auswählen und dann erst könnt ihr natürlich anfangen zu programmieren. Wer die ACE jetzt eingesteckt, geht ihr auf Setup, klickt auf Auto Setup und fertig. Und das Ding funktioniert. Und das, so zieht sich das die ganze Zeit bei den beiden jetzt durch. Die ACE ist natürlich quick and dirty. Steck ein, das funktioniert, passt alles. Die FX natürlich, um die muss man sich immer irgendwie kümmern, das ist immer kompliziert. Zumindest sage ich jetzt mal für Leute, die vor allem mit GX nicht so häufig arbeiten. Ich möchte euch ein ganz kleines Beispiel dafür geben. Mal angenommen, wir möchten einen digitalen Eingang haben. Dann beginnt es jetzt schon damit, dass Mailsoft davon ausgeht, dass du weißt, wie deine Eingänge heißen. Das ist noch relativ einfach. Eingänge sind X und 0 ist eben der erste. So, wenn du jetzt aber irgendwas Analoges machen möchtest, dann musst du wissen, dass du, also du musst erstmal wissen, welche von den vielen Funktionen du brauchst und dann muss man immer auch wissen, welche Funktion danach kommt. In diesem Fall heißt das Ding RD3A. So, jetzt kann ich es auswählen, damit aber noch nicht genug. Jetzt öffnet sich ein zweites Fenster. Jetzt muss ich wissen, wofür steht denn das alles? Das heißt, wie muss ich das parametrieren? In diesem Fall K0 Leerzeichen, K0 Leerzeichen, das springt mit und jetzt kommt eine Variable, die nenne ich D0. Das muss ich aber alles wissen oder natürlich nachlesen. Mit OK bestätigen. Und dieses Ding hier besagt jetzt, das ist euer analoger Eingang. Und der analoge Eingang ist in D0 gespeichert. GXWorks 2 setzt also ganz, ganz viel Wissen voraus. Vor allem natürlich, wenn es um analoge Dinge geht. Oder auch Zeiten und Timer. Und wenn wir uns dazu mal hier V-Bilder anschauen, die vom Funktionsumfang her genau gleich sind. Das heißt, V-Bilder kann nicht mehr oder weniger. Es ist nur wesentlich einfacher. Wenn wir uns mal einen analogen Eingang anschauen, wenn ich den in irgendeiner Weise verwenden will, reicht mir hier ein Copy-Block. Und jetzt klicke ich da vorne drauf, klicke auf meine Input I16, habe hier meine analogen Eingänge, mache Select und gebe hier zum Beispiel eine Variable an, die ich analog in nenne und fertig. Muss noch ein Register auswählen, je nachdem, ob ich eine Kommazahl will oder eine einfache Zahl, wähle ich also aus und fertig. So, das ist euer analoger Eingang in V-Bilder. Bedeutet also V-Bilder, das kriegt jeder hin. Das kriegt selbst Schulkinder hin, was eigentlich eine coole Idee ist, so 5. 6. Klasse mit V-Bilder programmieren. Dagegen, Mailsoft, wie gesagt, ist immer viel Aufwand, ist immer viel Wissen. Das nächste ist, wenn ihr in V-Bilder, ich habe jetzt leider hier kein USB-Kabel drin, ihr klickt auf Hochladen und das Ding dauert 2 Sekunden, dann ist hochgeladen. Wenn ihr hier bei FX auf Hochladen klickt, dann dauert es ungefähr 90 Sekunden. So, jetzt mein Resümee, sage ich mal. Ich ziehe es nochmal ein bisschen größer hier. Ich persönlich verwende, wenn immer möglich, die ACE-SPS. Das ist meine absolute Lieblings-SPS. Das ist ein hammergeniales Ding. Ich persönlich sage sogar, ich programmiere sehr gern Logo. Mache ich wirklich gerne. Ist eine feine Sache. Aber die ACE, das ist meine absolute Lieblings-SPS, muss ich sagen. Und zwar einfach, weil es super funktioniert. Weil in der Software, hier links sieht man es noch, der Programmumfang überragend ist. Wer sich mit Mailsoft auskennt, wem das keine Schwierigkeiten macht, irgendwelche Treiber zu installieren, Baudraten auszuwählen, wer sich da auskennt, für den ist die FX natürlich das Hammerangebot. Weil für den Preis kriegt ihr das nicht nochmal. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß, egal ob mit der ACE oder mit der FX oder auch mit der Logo.